Moin! Ja, die letzte Zeit war ja nichts zu hören von mir. Und da dachte ich mir, ich melde mich mal wieder. Und ich habe auch schon ein neues Abenteuer vor. Jetzt gerade hier. Und da möchte ich euch gerne mitnehmen. Ja, um was es da geht, das sage ich euch gleich. Erstmal kurz, was die letzten Monate so vonstatten ging oder nicht vonstatten ging. Das wollte ich euch mal mit sagen. Habt ihr seit, ja, ich seit November, nee, seit Oktober, eher schon letzten Jahres nichts mehr von mir gehört. Was ja klar ist, weil erstens mal konnte man ja kaum irgendwo hinreisen und ähnliches. Oder halt eben nur erschwert. Dazu kam natürlich Winter. Den habe ich auch ein bisschen genutzt. Ne? Für alle, die mich ja gefragt haben, was machst du eigentlich so im Augenblick und sowas. Ja, ich habe die letzten 7 Monate über den Winter gearbeitet. In der Zeit in Manni gelebt, also in unserem MRN-CAD. Ne? Den habe ich praktisch als Wohnmobil genutzt, um an meinem Arbeitsplatz mehr oder weniger zu leben oder zu wohnen. Ne? Weil Pendelei kann man sich ja sparen, das wäre noch zu teuer gewesen. Jeden Tag da 250 Kilometer mit dem PKW zu fahren. Und ja, dann habe ich da einfach, auf Deutsch gesagt, stur den Winter runtergerissen und darauf gewartet, dass es Sommer wird. Und ja, da ist er und jetzt geht's wieder los. Na, ja, meinen Job habe ich wieder gekündigt, einvernehmlich mit der Chefin. Und habe jetzt erstmal wieder Sommer. Mal gucken, wie lange ich jetzt hier reisen kann und machen kann. Diese Tour allein, die ich jetzt mache, die ich euch gleich zeige. Und dann halt die nächste Tour zusammen mit der Anja und der Mia ist geplant. Ja, mit dem Manni wird dieses Jahr nicht viel, der steht in der Werkstatt. Nichts Schlimmes, ist nicht großartig kaputt, hat nur ein bisschen ein paar kleine Wehwehchen, die gemacht werden müssen und wird noch ein bisschen umgebaut. Deshalb kommen jetzt auch keine Manni-Videos. Was ein bisschen blöde ist, ich wollte eigentlich auch ein bisschen so Vanlife-Videos machen über den Winter, allerdings wusste ich einfach nicht, was ich da sagen sollte und euch zeigen sollte, weil ihr wisst, wie es ist, wenn man arbeiten ist, man steht früh auf, geht auf Arbeit, kommt wieder nach Hause, ist es finster. Ja, man macht es schön, guckt ein bisschen Fernsehen und sonst was, was man für Arbeiten hat und dann war es das. Also von daher, es ist ja nichts anderes wie eine Wohnung, nur dass da 4 Räder und drin sind. So, das mal das. Jetzt ist Sommer. Und? Guckt mal. Fahrrad! Hey, ich stehe im Bild. Das Fahrrad ist wieder geladen und, also es ist geladen, beladen und wir haben sogar aufgerüstet, wir haben den Anhänger. Warum haben wir das? Weil da mehr Zeug reingeht. Logisch, klar. Ja, genau und deshalb. Und da fahren wir jetzt eine Runde. Also ich, eine kleine Runde. Ich bin nämlich heute früh also vor einer halben Stunde ungefähr, bin ich erstmal aus Zittau rausgefahren und bin jetzt auf dem Weg zur Spreequelle auf dem Kottmar. Das ist nochmal 10, 15 Kilometer in diese Richtung. Ja, 15 ungefähr. Hoch auf den Berg. Und da beginnt nicht nur die Spree, sondern auch der Spreeradweg. Ja. Erstmal. Und dem möchte ich folgen, erstmal die nächsten Tage bis Berlin. So ist zumindest der Gedanke. Und von da aus wollte ich dann eigentlich an die Ostsee fahren. Und von da aus wieder zurückradeln. Ja, nach und nach, das werdet ihr sehen. Jetzt fahren wir erstmal zur Spreequelle. Und dann gucken wir mal, wie es da weitergeht, wa? So, geschafft. Ich bin am Kottmar, kurz vor der Spreequelle. Das Fahrrad, das lasse ich jetzt hier stehen, weil. Ehrlich, von unten bis hier hoch, überhaupt von Zittau, besser gesagt von Oderwitz anfängt, bis hier hoch, das zieht sich, hier ist man wirklich ganz bösartig am Kämpfen. Und das letzte Stückchen, das ist ja eigentlich nur noch so ein, ja, steinlicher Pfad. Den will ich jetzt wirklich nie den Anhänger hier hochschieben, macht auch keinen Sinn. Bloß um ein Foto zu machen, sich da oben jetzt hier rumzuquälen. Also die letzten, das sind ja 50 Meter, also ich stehe ja wirklich 50 Meter davor. Die laufe ich jetzt einfach ohne Fahrrad. Fahrrad habe ich gesichert, dass das nicht abrollt. Ne? Habe ich mir extra, muss ich euch da mal zeigen, ich habe mir nämlich extra ein Haargummi von der Alina geklaut, damit ich meine Handbremse anziehen kann, also meine Hinterbremse. Weil bei den Fahrrädern heutzutage, da kannst du auch 5.000 Euro oder 10.000 Euro ausgeben, die Bremse arretieren kannst du nicht. Ne? Die rollen immer am Berg weg. Das ist auch eine Sauerei. So, jetzt muss ich mal gucken. Hier ist die Spreequelle. Da kommt gerade jemand. Da sind auch Leute. Ja, werden wir mal schauen. So, gucken wir mal. Mülleimer haben sie hier schon mal. Und hier haben wir sie, die Spreequelle. Ja, schön eingefasst das Ding. Ich war mal als Kind hier oben mit der Schulklasse. Damals gab es ja noch Heimatkunde. Das kennt ja heutzutage keiner mehr. Da mussten wir uns das angucken. Und ja, ich muss sagen, das war gar nicht mehr verkehrt. Bisschen was über die Region zu erfahren und zu wissen, wo was ist in der Region vor allem. Das ist ja heutzutage nicht mehr so. Heute sitzen die ja alle bloß noch mit dem Handy in der Schule und wissen nicht, was die machen sollen. Und wenn du fragst, was ist im Nachbardorf, dann hat der keine Ahnung.
Ja. Gut, das ist die Sprichwelle. Da kommt's raus. Und da oben, warte, wir gehen mal gucken. Hier so. Gletscher zweiter. Ja, gucken wir uns mal von unten an. Gehen mal rum. Wenn wir das so machen hier. Ich sehe ja gar nicht. Wir gehen mal kurz rum. Haben wir eine schöne Hütte, da kann man sich noch ein bisschen abducken. Päuschen machen. Hier haben sie einen Stein hingetan. Oh, guck mal hier. Ein Stein. Ja, wo sind wir denn? Hier sind wir. Herr Sprach, kommt mal, hier, 583 Meter hoch. Da sind wir gerade. Hier, besser gesagt. Die kommen wenig von hier drüben. Ich bin ja die E4 hochgefahren. Von Zittau bis nach links, bis nach Eibau. Da gehe ich dann kleiner mal drauf ein. Ja, und jetzt geht das hier bis nach Berlin. Sind irgendwo. Sind irgendwo. Sollen das sein? 380 Kilometer oder so. Ja. Haben wir ein bisschen was zu tun. Da kommt das Wasser raus. Ui. Schatz. Ja, das ist die Sprichwelle. Jetzt kackt mein Akku ab. Ich habe den kaputten eingepackt. Das ist doof. Das heißt, ich muss wieder zurück zum Fahrrad. Ja. Der war gerade noch bei 60%. Ich glaube, da muss ich noch mal irgendwo in den Elektrofachgeschäft. Ich habe zwar noch Ersatz. So. Die Kamera hängt wieder am Fahrrad. Nochmal am Ladegerät, an der Powerbank. Aber ich denke mal, der Akku, der ist Schrott, den werde ich mal tauschen müssen. Ah, ist blöd, naja, wird gehen. So, da war die Sprichwelle. Das ist ja auch unser höchster Punkt auf der gesamten Tour. Ich weiß gar nicht, wie hoch wir sind. 300 und 400, 400 irgendwas auf jeden Fall. So, sind wir. Hauptquelle. Dann gibt es noch zwei Quellen. Einmal unten in Neugersdorf am Freibad und eine noch ein Stück weiter unten am Spreeborn, auch Neugersdorf, Oberland. Die fahre ich jetzt aber nicht ab, sondern ich fahre direkt hier ein Stückchen die Straße vor. Und dann nach Ebersbach wieder auf dem Radweg drauf, weil ich habe einfach noch was zu erledigen heute Nachmittag. Ich komme dann auch noch mal bei mir zu Hause vorbei, da muss ich noch mal die Ellis Hallo sagen und sowas. Und dann wollte ich ja heute eigentlich noch bis Bautzen und jetzt ist schon fast gleich Mittag. Und wenn ich da jetzt hier noch mal durch die Pampa juchtel und da irgendwo noch eine Stunde verschenke, das, nee, das muss jetzt nicht sein. Und das, wie gesagt, kenne ich ja alles schon. Ja, so machen wir das. Jetzt trinke ich noch einen Schluck und dann geht's weiter. So, Freunde, wenn ihr an diesem Schild hier vorbeikommt, genau an diesem, hier oben auf dem Pferd, Berg, da müsst ihr links abbiegen. Egal was kommt, was passiert, ihr müsst hier links abbiegen. Denn ein Stückchen hier im Berg runter, das ist auch kein steiler Berg, wir fahren mal runter, hat Snickerstätte, das Blockhaus. Und da kann man richtig, richtig gut und günstig essen. Die haben auch einen Radler, die haben auch Bier, die haben auch ordentliche Eisbecher. Also als Zwischenstopp, wenn man von der Quelle kommt, ist das hier eigentlich immer zu empfehlen. Absolut. Ja. Gaststätte Blockhaus, wie gesagt, das müsst ihr euch einfach merken. Das ist immer ein Besuch wert. Wie gesagt, 500 Meter durch den Wald, asphaltierte Straße und da fährt man hier rum. Und da ist es auch schon. Wir fahren rum hier. Hier so. Da hier so. Ich muss noch was anhalten. Gaststätte Blockhaus. Ja. Wirklich schön gelegen. Und wirklich gutes Essen, also kann ich nur empfehlen. Das könnte aber sportlich knapp werden hier. Oh ne, das schiebe ich lieber. Kilometer 45 übrigens. Und es geht über die Spree. Oder ist mit Anhänger? Das ist so schön, Alter. Das ist aber sportlich. Oh, das ist sportlich eng hier.
bis es geht, wie ihr seht. Und das Brückel ist knapp. Übrigens, warte mal, ich denke, das ist schon ganz schön groß hier, die Spree. Warte, ich schalte die Plong. Guck dich das mal an. Ja, wenn man bedenkt, dass ich ja erst praktisch 20 Kilometer von der Quelle weg bin, ist es schon beachtlich. So, halt, da lang. Ja, weiter schieben. 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 Es wird dann langsam Zeit für Mittagspause. Übrigens, ich habe nämlich langsam Hunger. Nach Gesamt, ich habe ja jetzt schon 46 Kilometer. Ja, da muss ich dann doch mal ein Päuschen machen. Aufsatteln. Weiter geht's. Sehr hübsche Brücke. Pause. Ja, gibt Würstchen. Ich habe da was vorbereitet. Mit Senf. Würstchen. Ein Brötchen dazu. Und natürlich Guckit. Was habe ich hier? Stückchen Pflaumenkuchen. Habe extra noch mal in Schöckswalde beim Bäcker angehalten. Da kommt man knapp vorbei. Muss man aufpassen, dass man den nicht verpasst. Oh, jetzt habe ich mir gesagt, das mache ich jetzt noch Pause. Ich bin nämlich jetzt schon bei, oh Gott, knapp 60 Kilometer. Ja, 58. Und es waren doch einige Berge dabei, die auch noch mal ganz schön gezogen haben. Also, da ging es noch mal ganz schön berghoch zum Teil. Das war ganz schön anstrengend. Warte, ich muss einfach kurz Senf holen. Jetzt geht's weiter. Aber wir haben jetzt hier ein Fleckchen gefunden. Eigentlich nur eine Außenstelle. An der Wiese. Direkt an der Spree. Da ist er. Und habe mir gesagt, ich mache jetzt mal Pause. Weil das muss einfach. Ich bin ja hier am Bögen. Ich bin ja am Fahren. Ich habe ja, wie gesagt, 58 Kilometer und 3,5 Stunden. Also, unglaublich. War gar nicht so geplant. Naja, es ist wie es ist. Ich esse jetzt und dann geht's weiter. Jawohl. Der letzte steile Aufstieg. Links, da drüben, das ist übrigens der Knast. Auch bekannt als gelbes Elend. Ja, da will ich nicht hin. Ich will nur noch einen Berg hoch. Hier. Der ist ganz schön scheiße steil. Aber es müsste, sollte eigentlich für die nächste Zeit, also für die nächsten Tage, der letzte steile Aufstieg gewesen sein. Ja, das Schlimme hieran ist bloß, der elendige scheiß Lasterstraße. Das macht keinen Spaß. Aber auch das haben wir geschafft. Ja. So. Oben. Oh. Jetzt bin ich auch am Schieben. Ich dachte ja, dass es hinterm Knast dann eigentlich bloß noch bergab geht, beziehungsweise gerade. Vielleicht, wenn man eine Klinik geht oder sowas. Aber hier ging das jetzt gerade durch den Wald. Das war wie vorhin die 12%, aber das Spiel war noch steiler. Und das Pflaster. Die haben hier Betonpflaster im Wald gemacht. Das ist spiegelglatt. Wäre ich fast noch auf die Schnauze geflogen. Aber jetzt bin ich oben. Man muss aber schieben. So, vor mir höre ich die Autobahn. Das heißt, ich muss eigentlich gleich da sein am See. Und wie gesagt, dann bin ich mal gespannt, ob ich da einen Campingplatz bekomme. Und ich denke schon. Ist ja Mittwoch. Okay, eine großartige Saison. Da wird das gehen. Mal gespannt. Hier ist die Autobahn. A4, diesmal von unten. Oh, das ist selbst. Sonst sehe ich die mal von oben. Von da aus hat man eigentlich auch einen super Blick von unter der Brücke bzw. hinter auf den See. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt schiebe ich noch ein Stück. Ich muss dann erstmal Wasser nachfüllen. Ich habe nicht meine Flasche leer. Schon wieder. Also ich habe halt schon 2 Liter Wasser reingekippt. Obwohl es gar nicht so heiß ist wie die letzten Tage. Wir haben ja heute nur so, keine Ahnung, 20 Grad oder sowas. Aber es ist doch ganz schön noch drückend und spürend. Und ja, drückt den ganzen Schweiß aus der Nase, aus dem Kopf. Die guckeln. Bom, bom. Die Autobahn. Ja, da unten ist der See.
Aber auch schon zugewachsen hier alles. Kann man gar nicht so richtig sehen. Naja. Auf jeden Fall sind wir gleich da. Und oh, hier geht's wieder berghoch. Dann werde ich erstmal, wenn ich da bin, Zelt aufbauen und dann werde ich duschen. Gar sparen gehen. Das auf jeden Fall. Wie geht denn das hier hin? Scheiße, Mann. Oh! Überschieben hier! Ah, ich schaff das! Nimm mir Gott nochmal! Wenigstens regnet es nicht. Das hatte ja vor uns bei Kirchhoff noch geregnet. Aber das hat sich wieder verzogen. Gott, oh Gott! Das wird ja immer schlimmer hier. Hier ist doch bloß noch Schotter und Schlamm. Ist nicht schön. Also ich kann mich entsinnen, wir sind hier mal vor Jahren der Anja und die Mädels lang gefahren. Wir wollten einfach nur eine Runde um den See fahren. Da haben wir dann die Fahrräder irgendwo hier einen Hang runter tragen müssen. Ich hoffe mal, das kommt jetzt hier nicht. Also dass das mittlerweile umgebaut ist, weil darauf habe ich jetzt echt keinen Bock. Vor allem nicht den Hänger am Berg runterzuziehen. Oder halt eben irgendwie runterzubringen. Das ist ja doof. So, schieb mal raus. Muss auch mal sein. Jetzt aber hoch. Mal, ich wollte an See, das unten. Ja, auf jeden Fall war ich jetzt schon fleißig. Ich habe schon 77 Kilometer weg jetzt. 77. In Gesamtfahrzeit 5 Stunden genau. So 4,58. Das ist gut. Ja, jetzt ist das 10 vor 4. Also wird das heute noch ein ganz entspannter Nachmittag. Wenn ich auf dem Campingplatz nichts bekommen sollte, rufe ich den anderen an. Da ist nämlich noch einer auf Weg, beziehungsweise muss ich mal in die Karte gucken. Vielleicht komme ich auch direkt dran vorbei. Dann brauche ich nie anrufen. Dann fahre ich da hin und gucke, ob ich da was kriege. Und wenn ich da auch nichts kriege, ja, dann müssen wir halt improvisieren, ne? Also nur Waldrand. Geht auch. Wo fahre ich Bahn? Schwitzt nämlich. So, ich glaube jetzt mal oben. Ui. Jetzt? Ja, jetzt sind wir oben. Hab mich gerne. Aber ist halt auch so, ne? Der Tour, die ich fahre, ist wirklich der erste Tag. Also das Stück von Zittau erst mal hoch zum Kottmar. Ja, zur Spreequelle und dann weiter bis nach Bautzen hier. Das ist das anstrengendste von allen. Also die nächsten Tage, da kommt dann wirklich nichts mehr, auch Rückzugs nicht. Ja, da kommt mal vielleicht ein kurzer, ja, einmal ein kurzer Anstieg irgendwo. Und wenn man den hat, dann ist gut. Geschafft. Ich habe einen Campingplatz erreicht. Sie hat noch einen Platz. Schön. Ich habe sogar meine komplette Wiese hier für mich alleine. Schaut mal hier rundherum. Hier ist alles frei. Da hinten habe ich eine Überdachung. Ich kann mal gleich mal gucken gehen. Da vorne hat es noch eine Bank, einen Wasseranschluss und alles. Und natürlich, ich habe mein Zelt auch schon aufgebaut. Ja, also ich bin zufrieden. Muss sagen, lohnt sich. Jetzt gibt es erstmal Radler. Na. Ja, und wenn ich den getrunken habe, jetzt hat mich ein bisschen gekrabbelt, dann werde ich wohl mal an See gehen baden. Nach, ja, heute 78,5 Kilometern sei mir das bestimmt mal gegönnt. Ja, setze ich mich erstmal hier hin. Und mach Feierabend. Nee, ich wollte euch noch was zeigen. Ich bin ja neblos mit dem Hänger unterwegs. Wo ich sagen muss, das fährt sich gar nicht mal blöd, außer berghoch. Ne? Also hier hinten krabbelt es irgendwie blödes. Ach, hier ein Holzbock, guckt ihr hier. Sieht er gar nicht, ne? Das dumme Schwein. Wollte mich fressen. Hat nie geklappt. Ha. Ich bin neblos mit dem Hänger unterwegs. Jetzt dieses Jahr, sondern ich habe auch ein neues Zelt. Schaut mal. Ich drehe mich wieder. Letztes Jahr hatte ich ja einen Coleman gehabt. Das habe ich immer noch. Allerdings jetzt nicht dabei. Auf die nächste Tour kommt es wieder mit.
Nicht, dass wir da eh zu dritt sind, dann nehmen wir zwei Zelte. Aber für mich als Einzelperson habe ich mir gesagt, ich schaue mir mal was Neues. Was Leichtes, was ich auch zum Wandern mal mitnehmen kann, ne, im Rucksack. Und da habe ich hier so ein kleines Ding hier. Das ist eigentlich für zwei Personen ein High Peak Sisken 2.0 LW. Kam 100 Euro, kann man nicht viel verkehrt machen eigentlich für den Preis. Und ich muss sagen, das Ding ist größer als gedacht. Also wir hatten es mal in der Stube schon mal hingestellt. So grob. Da fiel es mal wieder zusammen, weil ich es halt einfach nicht festmachen konnte auf dem Boden. Und ja, so jetzt geht's. Da sah das Ding gar nicht so groß aus. Jetzt habe ich das hier hingestellt und ich muss sagen, das Ding ist richtig, richtig cool. Das Einzige, woran es halt fehlt, ist Stehhöhe. Aber die habe ich ja ganz bewusst nicht haben wollen, weil, wenn ich mal irgendwo schwarz campe, will ich ja nicht zu sehen sein. Das heißt, mich schön abducken im Gebüsch irgendwo auf einer Wiese. Und dann ist natürlich ein Zelt, was irgendwo anderthalb, zwei Meter hoch ist, ein bisschen blöd. Ja, mal sehen, wie sich das Ding bewährt. Die Tage auf jeden Fall nochmal ein Statement zu abgeben. Werde ich, definitiv, genauso wie zu dem Hänger. Und ja, das war's für heute. Ich sagte, ich werde jetzt nochmal baden gehen, dann lese ich noch ein bisschen was, machen wir was zu essen. Trinken nicht vergessen, Radler natürlich nur. Und dann geht's irgendwann ins Bett. Ja, Video schneiden muss ich noch, mal gucken, was sich hier noch so ergibt. Und wie spät haben wir es denn überhaupt? Ja, ist nämlich schon 16.36 Uhr. Ja, bis ich damit alles fertig bin, dann wird es schon bald dunkel. Ja, da wünsche ich euch mal eine gute Nacht und würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video.